Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Cataclysm. Bevor wir loslegen, vielen, vielen Dank an meinen Supporters Club und jegliche Supporter auf meinem Kanal, also auch Leute, die einfach nur zuschauen, kommentieren, abonnieren und liken. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr euch für Support meines Kanals interessiert, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Ja, was ist passiert? Also hier seht ihr erstmal, ich glaube, drei Karten, die ich noch so beim Random Laufen ein bisschen gefunden habe. Hier, die ist natürlich super wichtig und cool und so weiter. Und ich glaube, auch diese Karte war für mich so ausschlaggebend, dass ich mal über mein Equip nachgedacht habe. Ihr habt da noch gesehen, diesen Umhang da. Und da habe ich gedacht, diesen Giftstab, den ich bekommen habe, der ist ja eigentlich mega stark. Eigentlich müsste ich den mal einsetzen, dann mit so einem Naturdeck spielen. Vielleicht sogar extra mit Naturfiguren, die kein Gift drauf haben. Ihr seht es jetzt links, da habe ich all möglichen Leute schon ausgewählt gehabt. Und das waren jetzt so meine letzten Züge, weil ich da einfach nicht mehr genügend Leute hatte. Da habe ich dann doch noch die Pilze da, glaube ich, dazu genommen und so. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich so ein Gift-Naturset zusammengesetzt, habe auch meine ganze Waldrüstung da angezogen und so. Ich glaube, dass mein Angriff auch wieder plus drei, wenn ich irgendwelche Naturviecher spiele, wenn ich diese Waldschulterplatte, Waldrüstung und so trage. Ich kann da drauf nochmal im nächsten Part eingehen. Und hier habt ihr jetzt gesehen, wenn die Pflanze zum Beispiel angreift, attackiert sie alle und vergiftet alle. Ist also natürlich mega stark. Und ihr seht ganz am Schluss dann auch noch einen Auszug, wo ich das Ganze dann auf den giftigen Garten mache. Und dann sind die ersten ausgespielten Figuren 14, 10, 13 und dann teilweise auf alle Figuren Schaden oder mit Wut, wo ich doppelt angreifen darf und so weiter. Also es war richtig stark gewesen und hat sich richtig gut angefühlt. Ich habe dann wirklich so eine Stunde, zwei das gezockt und konnte mich dann auch hochzocken auf 102 hier Goldruhen und Seelenruhen und oder Seelensplitter, wie das heißt. Es hat auf jeden Fall alles super gut geklappt. Es gab keine einzige Niederlage mehr. Teilweise musste ich auch wirklich nicht so nachdenken, so von wegen, ja, jetzt rechne ich genau, da habe ich einen Angriff mehr und ein Leben weniger oder sowas, sondern habe einfach meine Karten nach ein bisschen Gefühl ausgespielt, je nachdem, was da war. Und teilweise auch, wo ich extra mal was falsch gemacht habe, um zu testen, wie stark es ist, wo ich dann einfach zum Beispiel nur so solche starken Figuren wie hier rausgespielt habe, ohne jegliche Supporter an der Seite, und hat das auch super geklappt, weil die halt super viel Leben haben, super viel Angriff dann haben, sich teilweise noch gegenheilen. Ich glaube, ich habe dann auch noch eine Fähigkeit drin. Müsste ich nochmal gucken, genau was das war. Waren das die Schuhe oder sowas oder der Ring oder so? Keine Ahnung. Ring habe ich ja sogar noch einen schwachen an, das ist noch das Witzige. Ich habe hier immer noch den Ring an, weil ich es nicht verfälschen wollte, das Ergebnis, mit diesem, dass die Feuerfiguren +1/+1 sind. Das ist ja mein epischer Ring, ist eigentlich absoluter Schwachsinn, muss man sagen. Ich glaube, ich habe sogar auch so einen Waldring, den ich dann nutzen kann, dass irgendwie meine ganzen Figuren -2 Goldruhen oder sowas kosten. Auf jeden Fall habe ich da einige richtig gute Möglichkeiten, mein Bild sogar noch zu verbessern, weil ich glaube, die Schuhe sind völliger Quatsch, die ich trage, auch irgendwas mit Wasserfigurenstärkung, und dann der Ring, wie gesagt, macht dann nur diese Feuerfiguren stärker. Also da haben wir zwei Effekte drauf, die überhaupt nichts bringen. Da habe ich stellenweise nichts Besseres, oder wie gesagt, habe es extra so gelassen, dass ich jetzt das Ergebnis für euch nicht verfälsche. Und hier seht ihr es dann jetzt, das war jetzt zum Beispiel auf den giftigen Garten, und das ist natürlich dann Amok mit so einem Set, wo jede Figur dann Gift hat. Das funktioniert auch super, also wirklich jede Figur hat dann Gift, auch wenn sie normal kein Gift hat, durch Nutzung des Giftstabs. Ist also sehr, sehr mächtig, finde ich, vor allem dann auf den giftigen Garten. Auch wenn man andere Decks spielt und dann einfach sagt, oh, giftige Garten, dann hole ich doch den Giftstab rein, und so kann man die dann schon super stark spielen. Die, also dann muss man gar nicht Natur spielen. Hauptsächlich habe ich mich für Natur entschieden, weil ich gedacht habe, ich habe eben dieses eine Set, das meine ganzen Naturviecher halt dann +3 Angriff gibt. Und das ist natürlich dann schon mega stark. Natürlich könnte ich jetzt auch so Feuerfiguren spielen oder die Dämonen oder sowas und könnte denen dann mit Gift da helfen und so. Aber das müssen wir dann später mal sehen. Mit dem Deck hier bin ich jetzt zufrieden und werde mich so ein bisschen durchhangeln, beziehungsweise euch dann im nächsten Part wieder mitnehmen. Und da werden wir das zusammen
bisschen anspielen, da könnt ihr euch das mal reinziehen, da kann ich es vielleicht auch genauer zeigen, was ich da gemacht habe. Mittlerweile habe ich dann natürlich auch die ein oder andere weitere Naturkarte gefunden und hier seht ihr dann, wie die Angriffe sind und so weiter. Ich denke, wir könnten uns so auch dem ersten Boss schon stellen, auch wenn das Deck nicht wirklich ein Boss-Konter-Deck ist, dürfte es stark genug sein, um ihn zu schlagen, da er normalerweise nach 3-4 Runden down sein sollte mit solchen Angriffskräften, vor allem wenn ich ihn dann auf den Gärten stellen würde. Das sehen wir dann. Mal sehen, wie es weitergeht. Macht auf jeden Fall mega Laune. Bis zum nächsten Mal. Ciao.